Moin Moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung. Heute mal was von der Pflanzenfront. Ich war gestern bei der Tafel, habe mir wieder was zu essen organisiert. Ja, es hat nicht so ganz einfach, mehr oder weniger. Aber gut, das so beiseite. Aber ich habe da, wie ihr gerade schon mal Anfang des Videos gesehen habt, eine sogenannte, wie heißt sie jetzt nochmal? Tillandsia. Oh, hier ist es. Also genau, Tillandsia. Das sind solche, ja, Luftpflanzen, Hängepflanzen. Soweit ich weiß, kommen sie wohl aus dem Urwald. Und die sahen sehr zerschossen aus. Aber die sahen so interessant aus, die Pflanzen. Die wurden dort halt abgegeben. Die haben die nette Dame von der Tafel gegeben. Ob ich wohl Lust drauf hätte. Ich dachte, ja, nehmen wir mal mit so. Die so, die kenne ich noch nicht so wie die Pflanze. So, mich dann so halt in YouTube so ein bisschen nachgeschaut von ein paar Gärtnern. Was ist das für eine Pflanze? Und wie kann man sie wieder aufpäppeln? Ja, dann hat mir da ein interessanter YouTuber, ein Gärtner-YouTuber, hat mir dann gezeigt, wie es geht. Und ja, die, wie gesagt, die Pflanzen, die Tillandsia, die da total, also wirklich gräulich, die einzelnen Blätter waren komplett ineinander gerollt, was darauf hindeutet, dass die Pflanze schon in einem, ja, Sparmodus gegangen ist, um nicht mehr Flüssigkeit, Wasser zu verdampfen halt. Und dann hatte dieser YouTuber mir, hat er gesagt, leg diese Pflanze über Nacht in ein Wasserbad hinein, was ich nun auch halt getan habe, und tada! Eine wunderschöne Tillandsia, sie sieht hundertprozentig und also sie sieht echt sehr, sehr schön aus. Also wie gesagt, die war vorher total gräulich und schlapp und nun richtig schön kräftig und in Vorder steht sie. Ja, nun würde ich halt beigehen, die nächsten paar Stunden, wenn sie sich richtig schön wieder hergestellt hat. Ich lasse noch ein paar, er sagt so 12 Stunden drin lassen. Ich habe so gestern Abend so gegen, oh Gott, war es so gegen 12 Uhr nachts, habe ich sie eingelegt, wo ich es echt mal geschafft habe. Und dann werde ich beigehen. Diese Tillandsia werde ich dann auf ein Holzstück werde ich durchschneiden, werde sie dann hier drauf festbinden, weil die wird sich dann hier schön drauf anwurzeln. Oh, guck mal! Ein Marienkäfer! Hallo! Cool! Naja, und dann werde ich halt hier drauf binden und dann mir irgendwo hier schön im Raum reinhängen. Also, wenn ihr mal auf Tillandsien stößt und die sehen total verdorrt aus, aber sie sind noch am Leben, also sie sind relativ unkaputtbar anscheinend, die Pflanzen. Einfach für 12 Stunden über Nacht in ein Wasserbad anlegen. Es ist nachts wichtig, weil es anscheinend dort am besten die Flüssigkeit aufnimmt. Und tada, sie sehen wieder wunderschön aus. Ja, so kann man auch Pflanzen wieder retten. So, nun möchte ich noch was anderes eben loswerden. Der explizit Content hat mich doch gebeten, einen Gruß an einen herauszuschicken. So, an dieser Stelle möchte ich ganz gerne den Marius Ulrich grüßen von dem explizit Content. So, meine lieben Leute, das war's dann erstmal von dieser Seite. Ich würde sagen, hey, moin, Dach euch Leute da draußen. Bis denn dann, tschüss.